Heute für euch Lucius Malfoys Aufstieg zur Macht erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Wenn ich mir Lucius Malfoy genauer anschaue, dann sehe ich immer zwei verschiedene Menschen. Ich sehe den Lucius, bevor Lord Voldemort ihn als Person absolut zerstört hat, und natürlich den Lucius danach. Ein Charakter, der so ist, wie er ist, denke ich. Er wird immer als Liebhaber des reinen Blutes in Erinnerung bleiben. Einer, der mit seinem elitären Status prahlte und zu einer öffentlichen Peinlichkeit reduziert wurde, durch seine Verhaftung, Gefolgschaft und von seiner fortgesetzten Demütigung durch Voldemort für sein Versagen. Lucius bekam eigentlich genau das, was er verdiente. Dann fing man schließlich an, Mitleid mit ihm zu haben, zumindest tat ich es, aber das war der letzte Teil der Geschichte. Heute spreche ich über Lucius Malfoys Aufstieg zu Ansehen und zu Macht, über Lord Voldemort natürlich. Ich möchte natürlich wissen, wo alles für ihn begann, und genau darüber sprechen wir, also lasst uns anfangen. Die Sache ist die, dass Lucius Malfoy vorher ganz anders war als das, was er später wurde. Und ich meine nicht nur den Mann, der auf dem kleinen Hügel am Friedhof bei Voldemorts Rückkehr stand. Nein, ich spreche von dem Lucius Malfoy, der in den späten 70er Jahren Lord Voldemort als junger Mann diente, der von ganzem Herzen an den dunklen Lord glaubte und der in so jungen Jahren zu seiner Nummer 2 aufstieg. In einem so jungen Alter war Lucius bereits geeignet für die Rolle des Todessers. Die Malfoys waren bekannt für ihren Reichtum, ihre Prominenz und ihre eifrige Unterstützung einer reinblütigen Gesellschaft, obwohl nicht jeder mit der Reinheit des Zaubererblutes einverstanden war. Beschwerden gegen die Malfoys würden jedoch immer auf taube Ohren stoßen, da sie Ministerialbeamten aufgrund ihrer großzügigen Spenden an der Gemeinschaft oft wohlgesonnen waren. Für die Mehrheit der heranwachsenden Kinder wird die Persönlichkeit von ihrer Umgebung und den Werten geprägt, die ihnen von ihren Eltern beigebracht werden. Bei Lucius war dies sicherlich der Fall, da sein Vater seine Überzeugungen mit einer gründlichen Erziehung über die Reinheit der Zauberergesellschaft beeinflusste. Er lehrte ihn, dass Muggelgeborene und Muggel Abscheulichkeiten seien und dass Halbblüter den Weg zurück zu reinem Zaubererblut finden müssten, um die Familienehre wiederherzustellen. Diese Denkweise war tief in Lucius' Gedanken verwurzelt und er übernahm nicht nur den Lebensstil, den sein Vater von ihm erwartete, sondern versuchte auch, selbst etwas zu ändern. Das Problem dabei war, dass er vorsichtig sein musste. Es gab viele Leute, die froh waren, dass Halbblüter und Muggelgeborene erfolgreich in die Gesellschaft integriert wurden. Das ist schon seit Jahren so gewesen. Es ist ein Teil des täglichen Lebens geworden, Muggelgeborene mit Halbblütern und sogar mit Reinblütern zu sehen. Wenn Lucius gegen diese Integration vorgehen wollte, müsste er es auf legalem Weg tun, politische Wege einschlagen. Doch das würde Zeit erfordern und er hätte wahrscheinlich nicht viel Erfolg damit. Immerhin ist er noch ein recht junger Mann, um solche Ambitionen zu haben, aber das war schon immer sein Naturell. Lucius war sogar ein Anführer in Hogwarts, ein Mentor für Severus Snape zum Beispiel, etwas, das Snape nie vergessen hat. Sie wurden sogar sehr gute Freunde, doch viele Leute sind sich dessen nicht bewusst, da es in den Filmen nicht wirklich hervorgehoben wurde. Fahren wir fort mit der Rückkehr von Tom Riddle nach Großbritannien, als er unter dem Decknamen Lord Voldemort auftrat. Er begann, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und Gerüchte verbreiteten sich schnell unter den Schülern in Hogwarts über diesen mächtigen Zauberer, der die Zaubererwelt retten wollte, indem er sie wieder zu einer reinblütigen Gesellschaft machen wollte. Voldemorts Macht wurde so hochgespielt, dass viele Schüler sich für eine Karriere bei ihm entscheiden würden. Lucius Malfoy war definitiv einer dieser Schüler, aber er kam gerade erst ins Jahr, als Voldemort wirklich stark mit dem Rekrutieren begann. Er rekrutierte auch andere wie Severus Snape, Bellatrix Black, Rodolphus Lestrange und viele andere. Voldemort ist, wie wir wissen, nicht dumm und daher sehr geschickt in seiner Vorgehensweise. Er hatte schon längst von den Zaubererfamilien, die von Bedeutung waren und deren Mitglieder, die ihm nützlich sein könnten, gehört, also auch den Malfoys. Bei Lucius könnte er sich also einem Fall gehandelt haben, dass er Voldemort selber aufsuchte und Lord Voldemort nicht ihn. Lucius. Nun, während der Vorbereitungszeit zum ersten Zaubererkrieg befand er sich in einem Gefühl der Selbstüberschätzung. Er glaubte wirklich, er könnte nicht sterben, er sei unbesiegbar. Es gibt nichts Gefährlicheres als einen Mann, der den Tod von der Bildfläche getilgt hat. Lucius Malfoys Herkunft, Erziehung, magisches Geschick und natürlich finanzielle Unterstützung bedeuteten, dass er im Grunde alles hatte, was der Dunkle Lord für einen Top-Rekruten brauchte. Voldemort sah auch Potenzial in Lucius, sehr mächtig zu werden, was bedeutet, nützlich und zuverlässig zu sein.
Wenn es darauf ankommt, ist Zuverlässigkeit der größte Faktor bei Voldemort. Er erwartet jedes Mal einen Erfolg. Ein Versagen ist keine Option. Weder in einer noch in einer anderen Form. Lucius hat sich unter der Führung des Dunklen Lords durchaus bewährt, Aufträge erfolgreich ausgeführt und die Rekruten organisiert, sodass sie wissen, wer nützlich und wer entbehrlich ist. Als solche wurden Bellatrix Lestrange, Barty Crouch Jr., Evan Mercer und andere Todesser zu einer ernstzunehmenden Kraft, mit der man rechnen musste. Lucius wurde schließlich zum Stellvertreter des Dunklen Lords ernannt, während er als Doppelagent eine Rolle in der offenen Zauberergesellschaft spielte. Er gab vor, alles zu tun, um das Ministerium gegen die mögliche Bedrohung des Dunklen Lords zu schützen. Vergiss aber nicht, Voldemort hat noch nicht angegriffen oder einen Krieg geführt, also spielte Lucius beide Seiten, bis es an der Zeit war zu kämpfen. Lucius stellte sich offen auf die Seite von Lord Voldemort und war die meiste Zeit auf der Gewinnerseite. Dieser Sieg schien dauerhaft zu sein, da der Orden des Phönix im Grunde auf den letzten Beinen stand. Selbst als der Dunkle Lord selbst verkörpert wurde und die Todesser in Panik versetzte und Gerüchte über sein Ableben verbreitet wurden und das Ministerium handelte, blieb der Orden aggressiv. Trotz allem ließen Lucius' Überzeugungen ihn nicht ruhen. Er versuchte, die Kontrolle über Voldemorts Streitkräfte zu übernehmen und kämpfte weiter. Ja, er führte sie an. Einige der Todesser und Fußsoldaten blieben bei Malfoy, aber der Rest floh und viele wurden gefangen genommen und in Azkaban eingekerkert. Aufgrund der Glaubwürdigkeit, die er innerhalb des Ministeriums geschaffen hatte, hatte er eine kleine Chance, seinen Namen irgendwie reinzuwaschen. Die Behauptung, dass er unter dem Einfluss des Imperiusfluches gestanden habe und daher keine Erinnerung an irgendwas habe, war der perfekte Fluchtplan, um dem Gefängnis von Azkaban zu entgehen. Er glaubte sogar, dass Harry Potter der wahre Ersatz sein könnte, mächtiger als der tote Lord Voldemort. Doch bei der Rückkehr des Dunklen Lords an die Macht sah man Malfoy nie wieder in demselben Licht, das er einst hatte. Lucius wusste, dass er alles tun musste, um der Gefangenschaft zu entgehen. Obwohl Voldemort etwas Respekt davor hatte, dass sein Diener mit List seine Sicherheit gewährleistete, erwartete er dennoch ein gewisses Maß an öffentlicher Loyalität und das erhielt er nie. Das ist auch ein Teil des Grundes, warum Voldemort ihn in Azkaban zurückgelassen hat, da Lucius sich vor niemandem mehr verstecken konnte. Voldemort nahm Lucius' Fehler ernst und machte ihn öffentlich bekannt, was zu seiner übermäßigen Strenge gegenüber Lucius führte. Dies schloss sein Versagen im Orden des Phönix ein, da er es nicht schaffte, die Prophezeiung zu finden. Voldemort sah, wie furchtbar es war, auf der falschen Seite seines Zorns zu stehen, was Lucius dazu brachte, seine totale Loyalität zu ihm zu erneuern. Jetzt ging es nicht mehr darum, auf der Gewinnerseite zu bleiben, sondern auch auf der Seite des Bösen zu stehen. Man kann den Unterschied in der Beziehung zwischen den beiden Männern von dem ersten Untergang des Dunklen Lords im Vergleich zu seiner Rückkehr an die Macht deutlich erkennen. Das ist meine Meinung über Lucius Malfoys Aufstieg zur Macht unter Lord Voldemort, aber ich möchte gerne eure Meinung dazu hören. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Hat Lucius ein schlimmeres Schicksal verdient nach allem, was er gesagt und getan hat? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.